nach dem Video kannst mit Wissen glänzen und nicht die unwissenden Gescheitschmerzer Kommentare von dir geben. Schau dir das Video an, kommentier hinterher ganz ehrlich, ob du alles das gewusst hast. Immer wieder bekomme ich Fragen, ob es wichtig ist, ein Ausgang von LS-Schaltern zu beachten. Das gleiche beim RCD, beim FI-Schalter. Muss man umein und außer oder geht das anders? Was passiert bei dem vierpoligen FI-Schalter, wenn hinten dran ein symmetrischer Drehstrommotor ist, der nur drei Phasen hat und keinen Neutralleiter braucht? Kann man das dann hernehmen? Wie muss man das machen? Die nächste Frage, was passiert, wenn man einen vierpoligen FI hat, aber die Zuleitung nur mit 230 Volt, also nur eine Phase, kann man den hernehmen? Funktioniert das? Wie funktioniert das? Unwahrscheinlich viele Gescheitschmerzer im Internet unterwegs sind, die überhaupt nicht Bescheid wissen. Weil wenn sie Bescheid wissen würden, gab es nicht trotzdem so viel Unwissenheit. Und dann gab es nicht die Fragen. Ich verurteile nicht diejenigen, die mir die Fragen stellen. Die Fragen stellen sie mir nämlich dann stellenweise per E-Mail. Auch da haben jetzt die per E-Mail gekommen, damit sie wahrscheinlich nicht dumm angeschmerzt werden, wenn sie es unter die Kommentare machen, was ich ganz gut verstehen kann. Außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich die Kommentare so lese, ein paar Vereinzelte haben dabei, da weiß man das, was drauf haben, und die anderen haben da sowieso bloß als Dampfplauderer, die könnten bei seinen Sachen sowieso nicht helfen. Wenn es um solche Dinge geht, muss man einen Elektriker fragen. Ein Elektriker, kein ITler oder Elektroniker oder sonst irgendwann, ein Elektriker muss man da fragen. Mag ich jetzt gar nicht so viel erklären, ich schließe den dieses System jetzt einfach an, und zwar speise ich an dem RCD unten ein, oben ist dann gebrückt mit der Phasenschiene und ein Abgang, das wäre dann da herunten, und dann tue ich mit dem Duschpult das Ganze überprüfen, auch eine 4 auslösen, und dann schauen wir mal, ob es funktioniert oder nicht. Angeschlossen ist jetzt das Ganze. Natürlich, dies ist jetzt ein 5x1,5er Kabel. Dass das nicht richtig ist, ist schon klar. Das ist einfach nur ein Aufbau, um das Ganze zu demonstrieren, und da tue ich nicht irgendein 10 oder 16 Quadrat umeinander kaspern. Also, die drei der Neutralleiter und die drei Außenleiter von der Zuleitung gehen unten rein. Der Schutzleiter ist einfach nur, den habe ich da einfach nur einzeln. Oben vom RCD raus ist durch die Phasenschiene L1, L2, L3 immer weiter gebrückt. Das heißt, die Automaten werden oben eingespeist. Unten kommen jetzt die Abgänge drauf. Als erstes probieren wir jetzt einmal nur die Funktion vom Fehlerstrom-Schutzschalter. Das lassen wir heraus. Da tun wir einen FI ein. Den ganzen Spaß einmal messen, ob wir herum überall die Spannung haben. Ich glaube, ich sehe das. Das sind jetzt 3 mit 220 Volt und das 230 Volt, Entschuldigung. Und das sind 3 mit 400 Volt. Jetzt probieren wir die Prüftaste. Funktioniert einwandfrei. Jetzt probieren wir die Funktion vom RCD. In einem letzten Video haben wir einmal das geklärt, wie das funktioniert. Das heißt, wenn ich die zwei zusammenbringe, den Neutralleiter nach dem FI auf Erdung. Gesehen? Nochmal. Das heißt, RCD-Funktion ist gegeben, einmal über die Prüftaste und natürlich auch das Differenzverfahren. Jetzt schauen wir noch, messen wir die Ausgänge da. Dies wäre der Neutralleiter, der auf den Glenbock kommt, und von dem Neutralleiter Glenbock würden dann die Abgänge zu den Verbrauchern gehen. Das heißt, einmal messen wir da und einmal messen wir unten die Ausgänge. Sieht man jetzt natürlich nichts, weil die Sicherungen nicht eingeschaltet sind. Schöner machen. Den stecke ich da oben ein. Jetzt weiß ich, liegt es da unten her. Ja. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal. Der erste Mythos, dass man das nicht ändern kann oder vertauschen darf, ein Ausgang, den habe ich damit jetzt widerlegt. Selbstverständlich geht das. Das sind jetzt ganz gewöhnliche Komponenten, Haushaltskomponenten. Es mag sein, dass andere Hersteller, irgendein Hersteller,
irgendwelche RCD- oder FI-Schaltertypen, zum Beispiel allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter, das nicht funktioniert. Muss ich aber auch dazu sagen, bei jedem RCD ist entweder ein Beipackzettel, wo das draufsteht, oder es ist die Schaltangabe, der Plan, die Beschaltung auf dem RCD aufgedruckt. Da kann man das anschauen. Ich persönlich bin für Beipackzettel, weil der Aufdruck so klein ist und dann sehe ich fast nicht mehr. Also nochmal, grundsätzlich, selbstverständlich, kann Spezialfälle geben, wo das nicht so der Fall sein kann oder könnte. Die ganzen neueren, egal ob jetzt das von Schneider ist oder Hager, die Standardserien oder Eaton oder was auch immer, ABB, haben alle von diesen Fehlerstromschutzschaltern und Leitungsschutzschaltern den Anschluss für die Kammschienen, für die Phasenschienen, sowohl unten als auch oben. Also grundsätzlich selbstverständlich, das funktioniert. Jetzt haben wir aber noch ein zweites Problem. Einen vierpoligen Fehlerstromschutzschalter, also für die drei Außenleiter plus Neutralleiter. Aber Eingang haben wir nur einmal den Neutralleiter und einen Außenleiter, eine Phase. Funktioniert jetzt der RCD oder funktioniert der nicht? Hat mich interessieren, was ihr darüber denkt. Eins kann ich sagen. Die Prüftaste funktioniert schon mal nicht. Ich gebe zu, die Diskussion habe ich schon öfter geführt. Da wird jetzt auch jeder Zweite, der sich da irgendwie auskennt, wird sagen, ja, da ist halt die Prüftaste zwischen Neutralleiter und einem anderen Außenleiter drin. Das heißt, ich müsste da jetzt nicht auf den Anschluss L1, sondern vielleicht auf L2 oder L3. Das probieren wir. Und jetzt haben schon die Hälfte, von denen, die glauben, dass die so wissen, haben schon am Ende ihres Lateins. Wissen schon nicht mehr weiter. Jetzt werden noch ein paar ganz gute Spezialisten werden sagen, das ist ja ganz einfach. Da müssen wir die Außenleiter in so einer Schlange durchbrücken. Das heißt, auf L1 unten rein, oben von L2 raus, von Ausgang L1 gebrückt auf L2 als Eingang und unten wieder raus und oben den Abgang. Das heißt, dann hätten wir alle Außenleiter mit dieser einen Phase durchströmt. Kann man machen, ändert aber bei dem RCD überhaupt gar nichts. Die Prüftaste ist nämlich nicht zwischen Neutralleiter und irgendeinem Außenleiter drin, sondern die Prüftaste ist zwischen zwei Außenleiter drin. Und da wir, egal wie ich das mache, immer den gleichen Außenleiter haben, funktioniert das nicht. Der RCD an sich funktioniert aber einwandfrei. Kann ich beweisen. Ich habe jetzt da wieder den Schutzleiter. Einen Schutzleiter. Da tue ich einen RCD einschalten. Da bin ich jetzt auf den dritten Außenleiter. Und das ist der Neutralleiter. Nur so viel zu dem Thema. Den Fehlerstromschutzschalter an sich ist es vollkommen egal, ob der Einphasen- oder Dreiphasen durchgegangen. Er misst ja immer nur, er vergleicht immer nur, wo es in die Richtung fließt und wo es in die Richtung fließt. Und wenn es da einen Unterschied gibt, löst er aus. Jetzt kommen wir noch mit zu einem weiteren interessanten Thema. Übrigens, unten in der Videobeschreibung stelle ich einen Link ein, eine kostenlose Infoseite, da wo du dich wirklich informieren kannst, wie das Fehlerstromschutzschalter, wie das funktioniert. Damit du endlich einmal nicht mehr irgendwie einen Schmarrn verzeihen musst, sondern dass du mitschmerzen kannst, wenn sie Profis unterhalten. Ganz oft kriege ich die Frage gestellt, wenn man zum Beispiel einen Fehlerstromschutzschalter hat, einen dreipoligen Automat und dann nur an der Geschichte nur einen Drehstrommotor. Das heißt, dass alle drei Außenleiter symmetrisch gleich belastet sind. Dran hängt, der Drehstrommotor hat ja keinen Neutralleiter. Wie das funktioniert. Und das probieren wir auch einmal. Jetzt ist allererst, habe ich ganz normal eingespeist, alle drei Außenleiter plus ein Neutralleiter. Schauen wir uns das einmal an. Wenn ich jetzt da keinen Abgang nicht wegnehme, das heißt, ich tue jetzt mit dem Duspol einen Fehler simulieren, und zwar zwischen Außenleiter und einem Schutzleiter. Der Neutralleiter, da ist nichts da. Das heißt, ich nehme so viel Fehlerstrom ab,
dass das reichen müsste oder würde, um den RCD auszulösen. Obwohl ich da kein Neutralleiter nicht, da ist er, kein Neutralleiter nicht dran ist. Das testen wir jetzt einmal. Geh jetzt da einmal auf den Schutzleiter. Da ist die Prüftaste da dran. Der RCD ist drin. Das funktioniert. Jetzt gehe ich auf L1. Drücke beide Prüftasten. RCD löst aus. Das funktioniert natürlich bei allen anderen Außenleitern ganz genauso. Und jetzt probieren wir das Ganze mal ohne den Neutralleiter. Funktioniert genauso. Weil ihm den RCD vollkommen egal ist, wo die Differenz entsteht. Die Reihenfolge ist vollkommen egal. Ich betreue unter anderem einen Werkzeugmacher. Zu meiner Zeit haben wir gesagt, das ist ein Werkzeugmacher. Das ist eine Firma mit 120 Angestellten, da kann man nicht mehr sagen, Kleingewerbe. Da steht da drin auch mehrere 5-Achs-Fräsen Deckel Maho. Da ist es so, in diesen Verteilanlagen ist unten ein ganz großes Kupfer-Sammelschienensystem. Nach dem oder auf das Sammelschienensystem kommen große Trainer, dann kommen kleine Trainer, da haben wir dann entweder Linocur, NeoZ-Elemente oder was auch immer, NH-Elemente drin, weil man da die Sicherungen, die Einsätze einfach wechseln kann, je nachdem, was für ein Gerät drankommt, weil diese Maschinen bleiben dann nicht für ewig. Dann verkauft das wieder, dann kommt wieder rein, dann wird wieder was umgesetzt, dann braucht man die Leitung für was anderes. Wenn ich da jetzt mal Leitungsschutzschalter drin hätte, passt die Bestückung nicht mehr, dann passt die Ampere nicht mehr, dann müsste ich jetzt mal was umbauen. Also machen wir es mir dann ganz gerne so, vorher die auswechselbaren Sicherungselemente, Verdrahtung ist so groß, dass man bis zum geht nicht mehr, und das letzte, was man dann ändern, ist dann der entsprechende RCD. Das ist das letzte in der Reihe. Die Leitungen kommen von oben, gehen einer, werden abgefangen mit irgendwelchen C-Profile, C-Schein, werden auf den RCD aufgelegt. Die Sicherung herunten aus dem wechselbaren System wird so gewählt, dass das passt. Auch der RCD wird so gewählt. Und der RCD als einziges da herin ist ja furchtbar leicht zu tauschen. Da brauche ich nicht in der kompletten Struktur rumarbeiten, und vor allem, ich brauche nicht, wenn ich da was wechseln muss, muss ich nicht das ganze System totschalten. Ich schalte dann einen Lasttrainer aus, wechsle den RCD und habe da nicht das geringste Problem. Der RCD steht für sich allein, denn ist es wurscht, ob der vorgesichert ist oder ob der nachgesichert ist oder sonst irgendwas. Natürlich braucht man, weil das ja ein RCD ist und kein Leitungsschutzschalter, braucht man auch einen Leitungsschutzschalter. Der darf aber auch vor einem RCD sein. Der dient dann aber nicht als Vorsicherung für den RCD. Das funktioniert natürlich nicht. Das muss man dann wieder anders irgendwo separieren. Ich sage ja, es ist ja ein meilenweiter Unterschied, ob man mir von einer Wohnhausinstallation, von einer Gewerbeinstallation oder Industrieinstallation reden. Die ganzen Normen, Vorschriften oder sehr viele Normen, Vorschriften, die in der Industrie absolut wichtig sind, kann man nicht auf Wohnhausbereich adaptieren. Und umgekehrt, Wohnhausbereich kann man nicht auf Gewerbe, Industrieanwendungen kann man es auch nicht adaptieren. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Wenn da in so einer großen Verteilung drin 250 Ampere Sammelschienensystem drin ist, dann müsst ihr einen Elektriker fragen. Gell? Da dürft ihr auf gar keinen Fall einen ITler fragen oder einen Elektroniker. Weil der fängt da, wenn er vor den Schrank ist, fängt er das Weinen an. Ich hoffe, ich habe jetzt mit meinem Vortrag sämtliche Klarheiten beseitigen können. Wie immer gilt, lasst euch nicht verarschen. Bis zum nächsten Mal. Bitte euch, servus.